Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region. Der Bundesverband Deutscher Radfahrer, BDR, zu Besuch bei Angelika Gramko. Die Schweriner Oberbürgermeisterin persönlich heißt die Delegierten der jährlichen Bundesversammlung in ihrer Stadt willkommen. Der wichtigste Gast, der ehemalige Verteidigungsminister und Kanzlerkandidat, heute der Verbandspräsident Rudolf Scharping. Unter seiner Führung wurde der BDR durch mehrere Dopingskandale kräftig erschüttert. Bei der aktuellen Tagung in Schwerin steht das Thema Doping nicht mal auf der Tagesordnung. Ist es tatsächlich komplett vom Tisch? Das Thema ist immer virulent, natürlich im ganzen Sport. Und es findet in allen unseren Tagesordnungspunkten statt, in den Berichten über den Leistungssport, genauso wie in vielen anderen Berichten. Wir sind ja die Ersten gewesen in Deutschland, die zum Beispiel die Maßnahmen gegen Doping an die nationale Agentur abgetreten haben. Und ein unabhängiges Schiedsgericht angerufen haben. Also von daher, es ist ein Thema, selbst wenn es nicht als einzelner Tagesordnungspunkt sichtbar wird. Schwerin ist die Heimatstadt von einem der größten Stars des Verbandes, Stefan Niemke. Der Olympiasieger und mehrfache Weltmeister ist auch als Sportbotschafter unterwegs. Er setzt sich für eine gesunde Lebensweise und auch für fairen Sport ein. Das Image des Radfahrens erlitt seinerzeit einen Totalschaden. Nun investiert der BDR kräftig in Anti-Doping-Maßnahmen. 2014 waren es 83.000 Euro, 2015 sollen es rund 105.000 Euro werden. Es wird sogar noch mehr sein. Es wird für Kontrollen gegen Doping eingesetzt, es wird für Präventionsmaßnahmen eingesetzt. Wir sind einer der ganz wenigen, wenn nicht der einzige Verband, der zum Beispiel mit der deutschen Sportjugend ein Präventionsprogramm durchführt, um schon ganz jungen Sportlerinnen und Sportlern klarzumachen, Spaß am Sieg hat man nur, wenn man ihn sauber erringt. Bereits zu DDR-Zeiten machte sich Mecklenburg-Vorpommern einen Namen in Sachen Radfahren. Das Querfeldeinrennen am Sonnenberg bei Parchim lockte jahrzehntelang begeisterte Sportler aus der ganzen Republik. Doping war damals Normalität, übrigens von beiden Seiten der deutsch-deutschen Grenze. Beim Anti-Doping-Gesetz versucht nun die Bundesregierung, neue Maßstäbe bei der Dopingbekämpfung zu setzen. Transparency International hält den Gesetzentwurf für ein, Zitat, grandioses Ablenkungsmanöver der Politik. Der BDR ist anderer Meinung. Ja, was das Anti-Doping-Gesetz angeht, das glaube ich ist schon der Schritt auf dem richtigen Wege und es ist gut, dass das jetzt endlich kommt. Es wird jedenfalls auch aus dem deutschen Radsport unterstützt. Ganz nebenbei, was mich persönlich angeht, ich fordere das schon seit 1998, also seit dem ersten großen Doping-Skandal bei der Tour de France, der unter dem Namen Festina bekannt geworden ist. Neben der Tour de France hat der deutsche Radsport auch zu Hause große Erfolge zelebriert. Eines der besten Beispiele, die 300 Kilometer lange Mecklenburger Seenrunde. Die Supermarathonstrecke für jedermann lockte im vergangenen Jahr hunderte Amateure und Profis nach Mecklenburg-Vorpommern. Bald findet die nächste Folge statt. Auch bei solchen Rennen sind die Dopingkontrollen hart. Doch das ist bekanntlich keine zuversichtliche Lösung. Die Versuchung ist überall da, wo Leistung, wo großes Einkommen, wo öffentliche Popularität zusammenkommen, für im Sport, in der Wirtschaft, in der Kultur. Überall ist eine solche Versuchung da. Aber noch einmal, der Radsport hat ein großes Problem gehabt, er hat sehr konsequent damit aufgeräumt und ich gehe mal davon aus, dass wir heute vielleicht mit dem einen oder anderen Einzelfall noch konfrontiert sein könnten, aber als systemisches Problem ist Doping im Radsport im Moment nicht vorhanden. 2014 nahmen Stefan Niemke und Daniel Rackwitz sowie Michael und Dennis Kruse am grandiosen Race Across America teil. Über 4.800 Kilometer hat das Team aus Schwerin den guten Namen ihres Landes und des Radsports in die weite Welt hinausgetragen. Eine bessere Werbung für die sportliche Fairness könnte sich auch der Bundesverband Deutscher Radfahrer wohl kaum wünschen. Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region.